Deutsch-französisches Justizdrama mit Verzögerung. Vor 27 Jahren soll der Arzt Dieter K. seine 14-jährige Stieftochter getötet haben. Und der leibliche Vater von Kalinka, André Bomberski, will ihn deswegen im Gefängnis sehen. Vor einem Gericht in Paris erreicht der Franzose 1995 eine Verurteilung zu 15 Jahren Haft. Doch Europarichter erklären das Verfahren für unzulässig. Nun die drastische Wende. Der inzwischen 72-jährige Bomberski lässt den Kardiologen aus Bayern entführen. Gefesselt und geknebelt wird Dieter K. hier im elsässischen Mühlhausen aufgefunden, in der Nähe des Gerichts. Der Stiefvater wird zunächst hier von der Polizei in Gewahrsam gehalten. Ihm droht nun selbst eine Gefängnisstrafe. Der entführte Kardiologe Dieter K. hat seine Zulassung als Arzt 1997 verloren, wegen Missbrauchs einer minderjährigen Patientin. Er kommt zunächst selbst ins Krankenhaus, dann wird er der Justiz in Paris übergeben.